Gehen wir schon mal rein. Jo, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge. Ne, Samstag, Sonntag kommt, wie gesagt, bei mir, deswegen böllern wir jetzt weiteinander. Ich gehe wieder für meine, Wiegfried. Hat mir sehr gut gefallen. Der hat jetzt natürlich ein bisschen Borgen. Gib gerne mal Feedback, ob wir den vielleicht, wenn wir sterben, ob wir dann überspringen quasi. Ob wir dann sagen sollen, hey, yo, wir machen das kurz offstream so ein bisschen was. Aber noch haben wir auf jeden Fall Dinge, die wir lernen müssen. Ist wieder der Plan, super, super, super früh im besten Fall, Dings zu kriegen. Ich hab schon am Anfang ein Skelett gefunden. Gold halt zu kriegen. Alter, Maxim, du bist schon wieder noch leiser. Ich bin schon wieder Weirdo, Papierdo. Alter, hier ist wieder der Beistelltisch, ne? Der ist halt... Da gehen wir auf jeden Fall auch nicht hin. Ne, der ist auf jeden Fall creepy. Oh, Beistelltisch for you gaming. So, ich hab direkt mal eine Spitzhacke gecraftet und hab die Axt geskippt diesmal. So, wieso skippst du die Axt? Wir brauchen Holz. Ja, weil wenn wir jetzt einen Stein finden, ist es easy peasy. Achso, ja, das stimmt. Ja, wir haben uns nämlich auch überlegt, dass wir so ein bisschen... Also wir haben ja aus jeder Aufnahme brutal gelernt. Und ich glaube, ich so eine Base am Anfang ist schon super wichtig. Also ich glaube, sie hilft einfach, weil wir... Also zum Beispiel so ein Wildschwein-Raid, so den hatten wir vorher noch nie erlebt. Aber der war, also der hatte halt für uns jetzt kein Counter-Play so. Also keine Ahnung, vielleicht hätte ich die doch killen können, weil ich habe ja auch Livestream und so, aber boah. Also hat sich nicht so angefühlt, als könnte ich. Der war schon Wo eher... Wo treffen wir uns eigentlich? Ja, krass. Also ich habe jetzt alles, was du brauchst, glaube ich. Also ich habe jetzt schon... Oh, hier ist die Spinne. Ich habe jetzt noch nicht so viel Holz. Ich habe eine Spinne hier. Komm mal zu mir. Wir müssen uns jetzt am Portal orientieren, also weiß ich nicht, was du zu mir meinst. Ich bin quasi oben rechts vom Portal aus. Ich bin westlich. Aber ich würde mich auch sagen, dass wir auf die freien Felder gehen und einfach die Hasen einmauern. Also ich habe hier gerade ein Spinnenei, das ist halt überworf, ne? Bam, 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 bam. Es wäre jetzt so geil gewesen, mit diesen Spinnen anfreuen. Also das Ding will ich auf jeden Fall auch nochmal spielen. Aber da hatte ich ja das Problem der Sanity und ich dachte, weil das viel Monster ist, hat das einfach keine. Monsterfleisch hat viel Verwurf. Ja, geil. Ist doch eher weiter oben so. Ich würde sagen, von oben so ein 20-Grad-Winkel zum Ei. Warte mal, ich baue jetzt noch ab und dann komme ich zu dir. Ach, du bist noch gar nicht auf dem Weg zu mir. Dann mache ich das Ei einfach selber, ne? Oh, diesmal hat es kein Ding gedroppt. Ja. Ich habe quasi diesmal nur Seide bekommen. Kacke, ey. Okay, ich bin jetzt... Du bist nördlich vom Portal. Nordwestlich oder so? Nordöstlich, hast du gesagt? Ja. Ich glaube, ich höre dich. Wir müssen jetzt langsam... Holzmäßiges, brandmäßiges machen. Also ich habe halt eine... Ich habe halt quasi alles, was das angeht. Okay, ich bin jetzt nördlich vom Portal. Bist du auf den braunen Wiesen? Du meinst gelb. Bist du genau? Gelb, ja, gelb, braun. Ja, ich bin quasi noch darüber hinaus, da kommt nochmal grün und da bin ich. Also richtig weit nördlich vom Portal. Ja, ja. Okay, krass. Weil wir müssen jetzt, ich muss jetzt langsam was bauen. Nordöstlich halt, ne? Ja, kommt zu. Ja, na gut, dann in der ersten Nacht können wir halt auch unabhängig voneinander überleben, ne? Ach so, ja, oh, also, kann ich doch nicht, weil ich hab gar kein Lagerfeuer. Gut, dann muss ich mal eine Axt bauen. Da oben war was. Hey, ich seh dich! Auf der Minimap. Ja, nee, auf der. Als Anzeige. Hast du was gebaut? Bau mal ein Lagerfeuer. Alter, die sind halt monströse Puten schon wieder. Hast du gesehen, was aus dem Busch rausgerannt ist? Was? Nee. Einfach nur. Das ist. Gruselig. So, bam, 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 bam. Ich würde übrigens gerne diese Büsche sehen können. Sähen. Weil die Büsche mit den Bären sind halt schon ziemlich sweet so. Ja, das stimmt. Vielleicht kann man die auch einfach mal abholzen und dann sehen. Ich würde auch gerne mal in den Kanitenbaum rein, dingsen, ne? Schaufel. Ah, geht nicht. Ach, Mann. Ja, gut, also die Goldsuche müssen wir möglichst bald wieder machen. Ich würde einfach wieder südlich rennen, weil das war das jetzt mal erfolgreich, ne? Allerdings sind wir jetzt schon nördlich. Wahrscheinlich sollten wir nördlich rennen. Irgendwie habe ich meine Cam so eingestellt, dass ihr mich quasi ganz entfernt seht. So ein bisschen. Okay, Achso, warte ich. Easy, Leute. Ich brate gerade noch mein Fleisch für die Reise. Okay, ready? Okay, also, wir müssen erstmal wieder Gold suchen, ne? Ja, lass in den Norden gehen dafür.
Hast du alles, was du brauchst? Ich kann mich nicht daran erinnern, wie wir das letzte Mal gut Gold bekommen haben. Also ich meine, im Sinne von, ob wir, aber ob man auf irgendein Terrain achten muss, weißt du? Ach so. Okay, hier ist mehr. Ja, okay, also hier ist auf jeden Fall wieder Ende. Also lass eher südlich rennen, oder? Oder willst du... Ich geh nach links, ich gucke da. Okay. Weil ich glaube, am Anfang ist es wirklich chillig so. Da finden wir, ich meine, wir sind jetzt wirklich vom Portal, das ist unsere Base. Na? Aber... Grabstein. Grabstein kann man bestimmt auch die Schaufel benutzen, oder? Ja, komm hier, lass mal. Ja, oh, hier ist Gold, hier liegt Gold rum. Was? Geil. So, true. Okay, das war ein starkes Early Game. Gut, dann suchen wir jetzt uns einen ordentlichen Platz für eine Basis. Ja. Also ich glaube, bei Grabstein ist es eher nicht. Was? Ich muss sagen, dieses Grüne wirkt halt irgendwie entspannt, aber das kann halt auch. Nee, ich will das Grüne. Also ist ja die Frage, ob wir zum Beispiel auch ein bisschen... Was ist das? Oh, das kann ich nichts Gutes. Bring ins Wurmloch. Nee, das mach ich nicht. Boah, lol! Okay. Ja, wir dürfen auf jeden Fall niemanden. Okay, wo wollen wir die Base machen? Auf dem grünen Bereich? Also ich überlege, ob wir uns schützen können. Ja, in dem Wasser quasi hinter ja. uns ist. Genau. Das würde ich quasi machen. Weil hier oben... Also hier ist zum Beispiel eine übelst geile Graslandschaft, wo ich gerade bin. So. Ja, hier sind halt auch keine. Und dann haben wir auch 10.000 Hasen. Ja. Also ich würd's hier probieren wollen. Ja, okay. Da. Baust du jetzt, glaube ich, diese Maschine? Nee, lass mal erstmal gucken. Wir wollten doch Wasser im Rücken haben. Ja, genau. Hier oben ist Wasser. Ah, okay. Ja, dann... Ich kann die Maschine bauen, glaube ich, oder? Nee. Ja, dann steh ich hier so in die Ecke. Ah, ich brauche noch einen Stein. Hast du noch einen Stein? Ja, oder? Hier hat nämlich auch ein Stein gefehlt. Ah, die Vögel droppen die Samen. Okay. So. Da würde ich jetzt sagen, wir machen erstmal einen Steinkreis. Ja, aber ich muss sagen, ich würde es ganz gerne mal mit der Schaufel gerade testen, ob das geht mit den Kanickeln, ne? Ich teste das mal gerade. Und du kannst ja schon mal eine, Dings machen. Ich will so ein monströses Lagerfeuer wieder bauen. Oh, für dich Bock. Brauche ich aber deutlich mehr Steine. Das heißt, wir müssen irgendwo Steine finden. Das ist halt auch so ein Ding. Oder wir können, wobei, wir können mit einem kleinen Lagerfeuer auch arbeiten. Also was ich jetzt aus der letzten Episode gelernt habe, ich baue einen fucking Zaun. Ja, ich bin voll bei dir. Und ich kann übrigens Kanickel-Dinger auskramen. Oh, aber dann gibt es keinen Kanickelbau mehr. Okay, das ist terrible. Das mache ich nie wieder in meinem Leben. Können wir direkt das große Lagerfeuer machen? Nee, das große habe ich nicht genug Stein. Das große braucht richtig viel Stein. Wie viele? 20. Nee, nicht 20, sondern 12. Okay, ja, dann gehe ich mal... Das ist halt lächerlich viel. Ich gehe mal Steine suchen. Bei den Grabsteinen waren ja keine Steine, ne? Hier ist wieder so ein Marmording. Ich bring das Marmording mal zur Base, ne? Oh, und ich überlege, ob ich noch eine Kiste habe. Ich bring das nicht zur Base, Alter. Das dauert ja ewig und 3 Tage. Kannst du eine Kiste machen? Ja. Das wäre super. Oh, was ist das denn hier? Geh zu Walrosslager. Ja, nee, da darfst du. Da war doch dieses. Ah, nee, warte mal. Das Walrosslager war ein bisschen was anderes. Walrosslager ist nicht Wurmlochlager. Alter, wir haben hier auf jeden Fall viele Möglichkeiten, in andere Welten zu kommen, scheinbar. Hose. So. Alter, wenn man mehr Wissen hat, ist so geil. Es macht einfach 10 von 10 Spaß. So, und ich baue jetzt hier richtig viel Zäune. Ah, mir läuft es gerade richtig gut. Ich habe einfach 2 Kanickel schon gekillt. Ich mache erstmal nicht so eine mega große Base, okay? Ja, ich finde übrigens leider keine Steine. Aber ich suche gerade noch ein bisschen mehr Zweige, um dann nochmal ein paar Fallen zu machen. Die Fallen sind ja quasi unendlich. Ja, ich weiß übrigens nicht, wie man... Nee, die sind schon endlich, die verbrauchen was. Ja, ja, aber halt gefühlt unendlich, ne? Okay, also ich habe jetzt östlich geguckt, da wird es nochmal gelb. Okay. Ich muss jetzt wieder mehr Holz... Holz machen. Okay. Ja, das ist vielleicht das Problem, dass wir hier keine Bäume haben. Nö, geht, ne? Ja, hier so ein bisschen weiter auf. Hey, was soll der Scheiß? Ich hab die hingelegt, weil ich was pflanzen wollte. So, zack.
da sagt er nichts, ne? Hinten hast du eine Truhe gebaut? Ja. Ach, das sieht ja gar nicht so kacke aus hier. Ich brauche Äste. Hast du kleine Mini-Äste? Nee, ne? Ja, doch schon ein paar, aber ich brauche ja das. Ah, nee, ich hab. Wofür brauchst du die? Eine Axt, das gibt's. Achso, du hast also meine Feuersteine geklaut, damit ich keine Axt mehr machen kann. Und dann. Ich hab einfach 9 davon. Ja, Feuerstein, ey. Ich bin einfach Fred Feuerstein, kann man fast schon sagen. Du bist einfach Lügenkobold. So. Das macht so Spaß, Johnny. Ich liebe Sachen bauen. Das ist einfach cool. Ich möchte Mensch sein, die Natur erobern und sie komplett knechten. Okay, also wir müssen auch super schnell wieder dieses Ding bauen, womit wir besser kochen können, ne? Weil das war halt Überwurf. Dafür brauchen wir halt Holzkohle, aber vielleicht fackel ich diesmal nicht alles ab. Ja, diesmal. Ich meine, wisst ihr was? Wir machen Setzlinge. Setzen die einfach nur. Ich meine, das ist ja auf dem Rasen dort, den wir haben, ist ja wirklich nichts. Na, da setzen wir neuen Bäume hin und fackeln die einfach ab. Okay, von mir aus. Ja, dann warten wir. Ich glaube, die wachsen ja über Nacht relativ fast. Ich habe jetzt hier 1 Million Zapfen. Das heißt, ich mache den gleich Abfackelkreis, okay? Du musst ein Lagerfeuer, wenn dann machen. Ich mache gerade die Fallen für meine Nahrung. Okay, dann mache ich hier unser Holzkohlelager jetzt hier hin. Hier rechts einfach ja. Im Wasser. Da kann ja theoretisch nichts passieren. Da. Hey. Aber ich habe irgendwie nicht genug Kaninchen bauen. Denk dran, wir sind gleich wieder im Panic Mode, ne? Kannst du Lagerfeuer bauen? Also hast du die nötigen Sachen? Nee. Ich brauche Holz. Ich geh mal gerade einhacken. So, dann gehe ich jetzt da hoch und baue. Ah, nee, ich kann's nicht bauen. Ich kann's gleich bauen. Ich mach grad einen. War noch kurz ein Baumfällen. Alter, wir sind kurz davor, ne? Jetzt komm mal zurück, Junge. Ja, ich musste halt einen Baum fällen, Alter. Ich habe das ja auch nicht aus Spaß gemacht. Johnny? Ist ein bisschen dunkel. Warte, ich krieg Panik, Alter. Sofort. Da war aber auch wirklich close. Das war wirklich close. Das ist kein Spaß mehr hier. So, ich mache jetzt Bretter. Ich habe richtig gut Essen gerade. Oh, aber ich sollte auch mal essen, ne? Ja, ich esse jetzt auch noch ein bisschen. Kochen. Ah, scheiße. Das Kochen. Kochen ist immer besser, oder? Ja. Ich habe halt von Anfang an 4 Fleischstücke. Die scheinen halt komplett OP zu sein. So. Ja, die Karotten brauche ich eigentlich für mein Ding, ne? Ach, ich brauche Äste. Aber wisst ihr, ich mache eine Mischung aus. Nee, Holzbretter sind zu krass. Ich brauche Äste. Was also ich muss auf jeden Fall dann wieder. Hast du Äste dabei? Normale Äste? Warum? Ja. Weil ich will hier den Zaun weiterbauen. Na gut, ja, aber ich brauche die halt. Nee, ich brauche die für die Fallen. Ja. Also wenn ich die Fallen. Dann mache ich hier noch unseren Abfackelwald weiter. Okay. Nochmal Karotten unter meiner Fallen. Ja. Verdächtiger Marmor. Ja, den. Habe ich überlegt, da in die Base zu tragen, aber der ist halt. Wie können wir den nur kaputt machen oder nicht? Nee, ich habe das ja getestet mit dem Hammer. Also vielleicht später schon, aber aktuell. Wüsste ich noch nicht wie. Hab ich hier irgendwo noch ein Loch vergessen? Okay, was könnte ich machen? Ich glaube, ich gehe ein bisschen erkunden. Hier noch in Osten, okay. Weil wir haben halt immer noch keinen Steinvorkommen. Wenn du viel Stein, ne? Genau, wenn du viel Stein findest, wäre das insane. Weil ich baue jetzt einfach nur permanent die Basis aus, so. Ja, und ich würde mal gucken, dass ich die nochmal mehr Gras und Zweige finde, ne? Ja. Ich meine, bei uns wird es eh nachwachsen, aber. Ja, aber es ist halt. Also, ich habe das Gefühl, allein schon diese Rüstung davon war halt übel worth. Weißt du, die hat mir so viel auf jeden Fall, ja. Damage weggenommen. Alter, ich finde das so geil. Ich liebe Sachen anzuklicken und die abzubauen. Das ist einfach so weird. So froh, dass ich früher nicht Minecraft gespielt habe. Ich wäre wahrscheinlich 10 von 10 süchtig geworden. Jo, glaube ich auch. Also du auf jeden Fall. Ich mach dich jetzt übrigens doch mal lauter. Es ist einfach jede Minute bist du ein bisschen leiser. Ja. Okay. Tja, Leute, ne? Ist natürlich jetzt so eine kleine Startphase, aber ihr merkt schon, wir adaptieren halt auch übel viel, ne? Ah, der Lernkurve, Junge. Lernkurve ist halt alles, was für uns zählt. Okay, also hier ist immer so ein richtig großes gelbes Ding. Ich könnte jetzt unendlich Gras sammeln, aber ich glaube, das. Ah, komm. Also ich sammle gerade relativ viel Gras, aber wir sind auf dem Weg zurück. Okay, also ich habe irgendwie 26 Gras gerade. Das ist ja. Ich weiß nicht mehr, ob das worth ist. Okay, also. Gras ist wichtig für die Seile, für die Zäune.
Ja, ja, ich glaube, es ist also, worth. Also, es ist quasi immer worth. Wenn du es in die Kiste droppen kannst, ist das nicht schlecht. Ja, ja, ich bin halt gerade super weit weg, ne? Ich erkunde halt gerade in der Hoffnung, hier noch was zu finden, was steinähnlich sieht. Komm, aber das Gras nehme ich mit. Das ist einfach too much. Nein, meine Axt. Also, wenn wir irgendwann Gras brauchen hier in Osten, ist halt komplett insane. Ja. Süden ist auch noch ein bisschen. So, aber wir brauchen halt echt Steinvorkommen. Vielleicht ist ja das Meta, dass man echt bei Steinvorkommen sich eher ansiedelt, aber die wachsen ja wahrscheinlich nicht nach. So, also hier ist jetzt ein anderes Gebiet. Bin jetzt sehr weit im Osten. Hier ist jetzt meinst so schwarz. Ja. Ah, hier sind Steine. Die Fallen, clearst du die selbst? Weil ich habe gerade Gepäckprobleme. Ja, ich kann die selber clearen, die halten da relativ lange. Okay, also ich habe jetzt hier Steine. Okay, und ich überlege, ob ich jetzt dort hinten ein paar Sachen anzünde. Jetzt schon mal die Holzkohle quasi mache. Ja, kannst du gerne machen. Ich frage mich halt, wie lange ich hier bleiben kann, weil mein Rückweg ist halt echt lang. Also ich glaube, ich nehme jetzt hier einmal richtig viel mit, damit wir nicht möglichst nicht nochmal hier hin müssen, ne? So viel kriegt man da aus dem Stein wirklich nicht raus, ne? Warum ist der denn so dumm? Okay, ein Goldklump mal wieder. Vielleicht. Alter, warum ist der denn. Zerschmettert. Seriously? So, ich weiß leider nicht, wie groß so ein. Ah, shit. Also, kann ich jetzt Zäune wieder kaputt machen? Ah, die mit dem Hammer kann man wahrscheinlich Dinger wieder kaputt machen, oder? Ah, ja. Oh, scheint mir sinnvoll. Das ist zumindest eine Vermutung. Oh, ich kann mir eine Holzrüstung bauen. Das mache ich. Ja, da habe ich viel Holzrüstung gesammelt. Ich habe richtig viel. Also, ich habe jetzt 20 Steine. Da unten sind halt noch ein paar Dinger, die ich kaputt machen könnte. Aber ich habe halt jetzt Angst, dass ich es nicht in Time schaffe, weißt du? Aber ich meine, wenn, dann baue ich mir halt einfach ein Lagerfeuer. Ja, komm. Ich ziehe durch. Das Tor. Wieso kann ich das Tor nicht bauen? Baue den ersten Prototypen an deiner Alchemie-Maschine. Holztore braucht man eine Alchemie-Maschine. What? Die meinen es ernst halt, ne? Eine Alchemie-Maschine. Also, im besten Fall habe ich jetzt hier so viel abgebaut, dass wir halt auf ewigen 3 Tage nicht mehr wiederkommen müssen. Wäre cool, wenn du genug Stein hast für die Grube. Wie viel braucht man dafür? 12. Was? 12. Ja, ja. Habe ich easy. Alchemie-Maschine. Oh, da brauchen wir ein elektrisches Dingsbums. Heißt das wirklich so? Ja, das heißt legit wirklich so. Na gut. Okay, Maxim, ich habe Angst. Ich komme jetzt. Keine Angst. Aber ich glaube, ich schaff's nicht in time bis zur Base. Ja, also muss ich mir Feuer machen. Warte mal, kann ich mir Feuer machen? Ich kann mir gerade kein Feuer machen. Oh, fick mich. Ich renne, Junge. Oh, fick mich. Ah, doch, ich schaff das, oder? Aha. Ich habe so eine ganz komische Lücke. Nicht weiß, wie ich die zumachen würde. Wir sind ja quasi oben links, ne? Da bei den Kreuzungen der Flüsse, ne? Ja. Okay. Ich komme. Also, ich habe hier so eine Lücke, die ich nicht schließen kann. Shit happens, ne? Bin unterwegs. Machen wir erstmal ein Feuer, damit die Panik. Wir sind auf dem. Ah, geil, ja. Ich schaff's noch. Nice. Kannst du ein Feuer machen? Premium. So. Ich hau jetzt hier erstmal Stein rein. Gold. Alter, das war ein richtig. Das hat sich richtig gelohnt, sag ich dir. Hey, 11 Salpeter, 4 Gold und 36 Steine. So mustert er. Kann hier oben nicht richtig abschließen. Scheiße. Ich glaube, das war im Wasser war keine gute Idee. Kommt man hier lang oder was? Nee. Ah, irgendwie. Ah. Ich weiß nicht, warum das so ist.
Warte mal, die Grube hier statt dem Kackholz. Nein, jetzt habe ich den Baum hier reingemacht. Weg. Hast du eine wie kann ich den Baum wegmachen? Hast du, wir müssen mal was machen, damit ich das hier wegmachen kann. Weil das ist halt übel Kacke. Geil. Oh, da kommen Äste. Ich bin Premium, Alter. Geil, da machst du jetzt erstmal Äste. Hier, mehr Äste. Mach bitte richtig viel Äste. Ich brauch mal Holz. Drop mir mal Holz in die Truhe. Ja, ich hab nur noch ein Holz. Ja, dann gib mir das eine. Dann kann ich die geile Feuerstelle machen. Oder? Nee, die braucht gar nicht mehr. Ah, Salpeter oder was brauche ich dafür? Oder war das Gold? Das war noch Licht. Ja, ich überlege, ob ich das mal eine Schaufel baue. Warte mal, was ist das denn? Ich kenne so Berichte. Ich kann so Fake-Feuer machen mit Salpeter. Egal, ich mache jetzt mal eine Feuerkugel. Warum kann ich hier nichts bauen? Da ist da kein nicht genug Platz. Hä? Ich hätte noch gerade zwei Holz. Whatever, Alter. I'm done. Okay. Was machst du hier eigentlich? Ja, ich habe jetzt die Lücke geschlossen. Nice. Good job. Das war ein bisschen aufwendig. Aber es ist halt am Wasser. Das ist am Wasser vielleicht doch keine gute Idee gewesen. Alter, Hunger! Du hast recht, Johnny. Ich guck dir beim Essen zu und denk mir, scheiße. Ich muss auch was essen. So, dann wird jetzt erstmal die Falle wieder reingemacht. Die Bären? Oh, die Bären kann man auch kochen. Was? Was ist das Bären? Mmh, oh, sind die lecker. Okay, wie viele Minuten sind wir? Bei 22. Ich leere gerade noch die Fallen, ne, damit ich das morgen nicht verkacke. Aber ich bin nicht mehr so sane gerade aktuell, ne? Das ist so ein kleines Problem. Wie sieht's denn mit der Holzkohle aus? Ja, geht los. Also ja, wir können los, jetzt sofort abfackeln. Ich hab leider keine Fackel. Kann man sofort abfackeln. Hört sich gut an, Jungs. Ja, wird gut, Leute, ne? Bleibt dran. Morgen wieder bei mir und Montag wieder bei Maxim. Tschüss.